Hey ho und willkommen zurück zu der nächsten Longplay-Episode von Until Dawn, in der wir alles korrigieren, was wir im letzten Teil falsch gemacht haben, mehr oder weniger. Hauptsächlich geht es mir darum, die restlichen Totems zu sammeln, die letzten Hinweise zu bekommen. Ja, auch das hier. Und eine Theorie zu erfüllen, wie vielleicht Josh zum Schluss kein Wendigo wird. Kapitel 6. Psychose. Was hast du vor? Was willst du tun? Was willst du tun? Nein. Die werden uns wehtun. Jetzt kommt wieder die Szene, wo ich mich ungern wiederhole. Die tun uns nichts. Die lassen uns ganz normal passieren. Und was soll man jetzt machen? Oder beziehungsweise zu was hat man die Wahl? Den Hirsch zu schlagen. Warum? Mal abgesehen davon, dass das alles Männchen sind, was mich echt ein bisschen verwirrt. Das rote Auge zwischendrin ist echt gruselig. Schmetterlingsaktualisierung. Haben wir da irgendwas Neues? Nein. Okay. So, wir spielen jetzt unsere beliebteste Charakterin. Emily! Oh mein Gott, Emily! Du bist so klug, so wunderbar und so beliebt. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Das stimmt allerdings. Zuerst mal muss das Funkgerät funktionieren. Finde ich hier eigentlich irgendwas? Einen Totem finde ich hier mit Emily. Das weiß ich noch. Oh, ein rotes Licht. Damn. Ach, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Ich kann nicht sehen. Ich bin Emily. Meine Stimme ist so! Das Problem ist, die ist hundertprozentig ultra beliebt in der Schule. Also, ultra beliebt in Anführungsstrichen, die wird halt auch zu, wie es in Amerika typisch ist, zu irgendeiner Clique gehören. Und wird da wahrscheinlich der Obermacker sein. Ich glaube, ich probiere mal aus. Ach, warte mal, lag hier jetzt noch ein Totem oder nicht? Ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Ja, super. Ich werde auf jeden Fall versuchen, Matt die nicht die Pistole zu geben, sondern dass Emily die behält. Und dann bin ich mal gespannt, was eben Emily dann zum Schluss sagt. Weil ihre erste Aussage in den Credits ist ja: Ah, der wollte mich erschießen! Tötet ihn! Und mich würde es mal echt interessieren, was sie dann sagt, wenn sie halt nicht Gefahr läuft, erschossen zu werden.
Oder läuft sie trotzdem Gefahr, erschossen zu werden? Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Ich meine, Hut ab an die Synchronsprecherin, dass die so nachgemacht hat, aber das ist ja so ätzend, dass die bei jeder einzelnen Gelegenheit... Ich bin in einen Kieselstein getreten. Oh, was ist das, Matt? Matt, da ist ein Kieselstein. Ohne Witz, das würde sie, glaube ich, wirklich machen. Ich bin schockiert. Über meine Genialität. Oh, so eine Art. Ach ja. Ja, seid ihr bald soweit? Ja. Ich will weitermachen. Sorry, Hannah. Immer noch vermisst. Nach heute Nacht ergibt ihr Verschwinden langsam mehr Sinn. Ich musste tatsächlich runterscrollen, bevor ich da zurück konnte. Ist ja doof. Ja, da oben ist es definitiv sehr windig. Das Führungstotem hat uns ja gezeigt, wir sollen es... Also, es interessiert mich jetzt. Kapitel 5 ist, glaube ich, mit das längste Kapitel. Also, ich bin da jetzt einfach mal so... Irgendjemand müsste das sehen. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Okay, jetzt schauen wir mal. Wow. Wow. Okay. Ja gut, aber sie ist ja auch nicht hilfsbereit. So, das ist jetzt neu. Emily hat die Leuchtpistole abgefeuert. Funktioniert die dann überhaupt noch? Frage ich mich gerade... Weil das hat ja dazu geführt, dass sie gebissen wurde, weil sie ja nichts zum Verteidigen hatte. Dann hätte ich bestimmt nicht abschießen dürfen. Naja, egal. Muss ja eh erstmal die Szene da überleben mit ihr. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Scheiße, ja, Emily, wer sagt's denn? Nein, wir sind Emily und wir sind in Panik. Hilfe! Oh mein Gott, bitte Hilfe! Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge und hier ist ein Killer und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte holen Sie uns, bitte! Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Ja, machen wir es mal. Ich will nicht sterben. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, Hilfe, Sie müssen uns helfen. Ja, ich werde dir sterben. Mehr oder weniger. Bestimmt ein Scheißrecht. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir sind
Alter. Als ob ich eine Falltür öffne, die so, wo so gegengehämmert wird. Never. Mal irgendwie Sinn gemacht, in Schnee zu springen oder sowas. Die werden bei Durchlaufpreis so oder so gestorben. Verdammt! Gut, ich sollte mich nicht drüber lustig machen. Also, es steht wahrscheinlich unter Schock. Zum einen, das Metall muss eiskalt sein. Also. Verdammt wackelig! Matt, du musst etwas unternehmen, sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Emily, du hast Angst! Du musst dich beruhigen! Alles wird gut! Ach, hör auf zu labern! Ich halte es nicht mehr aus! Hör auf, mich anzupullen und lass mich einfach machen! Okay? Ja, lass dir nur alle Zeit, die du brauchst. Ich laufe ja schließlich nicht weg. Ich versuche, zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. So, erster Versuch. Emily retten. Ich komme. Hier. Okay. Aber das wird so nichts. Wir wissen ja, dass Emily überlebt. Wir. Emily! Holy shit. Ja, aber ich bin immer noch der Meinung, ihr wäre mindestens das Bein ausgerissen, ausgerenkt oder sonst irgendwas passiert. Was war jetzt los? Was war denn jetzt los? Sie war nicht oben? Ach so. Weiß nicht, ich hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen. Jetzt muss ich ja. Sie auch nicht gesehen. Nö. Ich mag die beiden aber nicht spielen. Ich mag lieber Sam weiterspielen. Nee, okay. Verdammt, was ist denn hier bloß los? Ach so, stimmt ja, jetzt muss ich ja. Was? Metalinks-Effekt-Aktualisierung? Was? 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 Eine Aktualisierung? Wo denn? Ach so, warte, hier. Ashley war dankbar und fühlte sich küss verpflichtet. Das war die Aktualisierung. Sagen, was da in dem Schuppen passiert ist, ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Stopp. Nein, ich will nur sagen, Danke. Ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Ja, gut, ich komme hier nirgendwo weiter durch. Das schaue ich mir jetzt noch an. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das auch mit Chris angeschaut hatte.
Geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Chris! 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 Sieh mal hier! Sieh mal hier! Ton! Chris, was ist dir passiert? Ich bin kein Forensikexperte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Ace Detective! Was soll das? Achso, ach Quatsch. Muss ich nicht aufmachen, weiß ich ja eh, dass man da nicht durchkommt. Oder war das die Tür, wo man durchkommt und die war es, wo man nicht durchkommt? Ja, okay, das war die Tür, wo man nicht durchkommt. Das ist so abartig. Dieser Blick, du musstest die Tür ja nicht aufmachen. Das. Hä? Und jetzt komme ich durch die hier. Ah, wieso habe ich mich jetzt erschreckt, verdammt? Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt, wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine das ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht. Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Ja, diesmal bleibe ich bei beharren. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Chris! Schon gut, schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Super. Wie einladend. Ist doch herrlich. So, was macht sie das denn? Mehr ehrlich, weniger romantisch. Und weniger Chris. Oh, ganz böses Foul. Ganz böses Foul, aber es hat sonst keine weiteren Auswirkungen gehabt. Und noch verstehen wir uns mit Chris ja blendend. Ah, wie ich solche Kellerräume liebe. Was war das? Das kann doch nicht wahr sein! Was zur Hölle? Ah. Ist denn hier los? Oh. Wow. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist angestoßen, oder? Bist du angestoßen? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Was war jetzt hier nochmal? Könnte ja alles zur Freakshow werden. Es stimmt, das war der Weg, wo Sam entkommen ist. Dieses Gespenst. Das konnte ich nicht untersuchen. Du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Warte. Chris. Der Geist. Was? Hast du es nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah! Mary Beth! Scheiße, Ash, was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich glaube, das Aussehen vom Geist wird beeinflusst, je nachdem, wen ihr anspricht bei der Seance. Ob man Beth oder ob man eben Hannah anspricht. Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Ach ja, das müssen wir uns natürlich alles noch geben. Ha, na bitte. Oh mein Gott! Da, Chris! Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast! Siehst du? Das ist. Du siehst es, du! Ich weiß nicht. Ich.
ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Ja, geh energisch. Geh energischer, ja. Oh, da, Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Und hier, der kleine Schlüssel. Ich hab's dir ja gesagt, der Geist will uns helfen. Mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger. Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Ja, da schreckt man sich doch gerne, nicht wahr? Das ist Hannahs Tagebuch. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Ja, Mädel. Im Großen und Ganzen seid ihr dran schuld. Sagen wir mal, ihr hättet Hannah nicht verarscht. Habe ich eigentlich da schon noch mal rein? Nee. Okay. Ich dachte, man kann jetzt noch mal so reinschauen. Hätten sie Hannah nicht so verarscht, dass sie halt wegrennt und sie hätten überlebt und sie wären dieses Jahr wieder da, hätte nichts passieren müssen. Also geht man ganz grob davon aus. Also geht man ganz grob davon aus, dass die alle mit dem Wendigus eventuell sogar gar keinen Kontakt gehabt hätten. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Bis auf Jessica und Mike. Aber wo ist es hin? Das könnte natürlich sein. Chris? Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten. Ich werde nicht gern beobachtet. Besser? Fick dich ins Knie! Das ist besser. Das ist besser. Stimmt, das wäre bei den Credits ja auch ganz cool gewesen, wenn man diesen Film, sag ich jetzt mal, gesehen hätte. Das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Da! Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Das ist eine starke Birne. Ja komm, ich nehm's trotzdem mal mit. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir die nicht beim nächsten Mal benutzen. Ne? Wieso kann man eigentlich den Kopf hier untersuchen? Shit! Und wieso liegt da überhaupt so ein Puppenkopf? Das war übrigens, glaube ich, nicht das Sanatorium, wie ich das letzte Mal gesagt habe, sondern eher der Sendeturm. Ich frage mich, wieso steht hier ein Mülleimer? Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weiter in. Geil, du musst. Wir sind noch lange nicht fertig, liebe Ashley. Wir sind noch lange nicht fertig. In aller Welt sind wir hier. Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich finde es halt krass, dass die miteinander verbunden sind.
So, und wir sehen, Sam ist nicht mehr da. Wo ist Sam? Sam. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist und... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du es wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris. Das denkst du. Sie haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Das ist so wahr, so wahr. Ja, die Zuneigung zu Chris ist wieder gestiegen. Ach, ihr habt euch doch noch lieb. Stimmt, und hier habe ich das letzte Mal dann nämlich Sams Armreif gefunden. Liegt der jetzt trotzdem hier? Nee. Siehst du, der liegt hier nämlich nicht. Aber krass. Hey, die hier. Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Mittlerweile wissen wir ja schon, warum. Für den Fall, dass jemand so eine Zeitung findet, dass man Panik bekommt. Oh, die Unbekannte. Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich habe genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Dun dun dun. Sei mutig, Ashley. Sei mutig. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier weg. Nein. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Steigert das auch nochmal die Zuneigung? Mehr tapfer, weniger romantisch. Wow, ganz auf Schub bei Chris. Nicht, dass denen noch das Höschen explodiert. Interessanterweise sind hier keine Totems und sonst nichts. Also der komische Indianer, der Typ hat hier also keine Vorkehrungen getroffen, weil hier die Wendigos gar nicht unterwegs sind. Chris, ich habe wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache. Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon. Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns. Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen, verängstigt und beobachtet uns, als wäre es ein krankes Experiment. Wow, das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn. Ja, oder? Dun, dun, dun. Gehen wir mal weiter, ne? Passieren tut jetzt hier nicht mehr viel, glaube ich. Sind nämlich... Ach so, ja, stimmt. Wie halt hier noch alles funktionieren scheint. Das ist echt seltsam. Dieser verdammte Folterkeller, ey. Zeug ist seins? Wenn die
die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann... Ja, doch, Josh ist definitiv schrägen Hobbys am Frönen. Müssen wir natürlich noch das arme Schwein hier untersuchen. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ekelhaft. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Stichwort Horrorfilm. Also man hätte es spätestens eben da dann eben schon merken müssen. Also mit genügend Hinweisen, die Stimme, die so ähnlich klingt wie Josh, also das hätte man wirklich alles bis dahin schon gemerkt. Ich meine, was ist das, eine verdammte Todesliste? Gott! Also die Taschenlampe lässt sich nicht so gezielt steuern, wie ich es gerne hätte. So, Chris, wo bist du hin, du blöder Sack? Schon wieder abgehauen. Wir müssen uns aber noch ein Filmchen ansehen. Komm mit ins Kino. Tja, wir wollen ja alles möglichst so nachstellen, wie es war. Nee. Oh, hallo? Vom letzten Jahr. Ich denke, meines bisschen. Komm schon. Dummer Streich. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so. So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, ja, ja. Oh Scheiße. Wow, du warst damals wirklich begeistert davon. Matt, was macht ihr denn hier? Das ist grauenvoll. Ich bin nicht so mies. Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Mobbing ist niemals lustig. Mike! Ah! Oh, Chris, 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 Chris! Was ist denn hier los? Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte, hier Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde komm fliegt runter, hier was rum. Hör mir doch einfach was? Mal zu! Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus! Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab! Denk mal nach, Geister benutzen keine Kameras, sie spielen keine Spielchen! Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das! Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Status-Update, mehr Chris hoffentlich. Ultra-romantisch, Ultra-Chris. Naja, wobei, Chris ist noch nicht voll, aber... Ah nee, ultra-hilfsbereit. Oh mein Gott, sie ist hilfsbereit ohne Ende. Ich muss echt mal einen Run machen, aber das nehme ich dann nicht auf und lade es hoch, das mache ich eher dann als Stream, wo alle hassen. Oder vielleicht nehme ich es doch auf, weiß es nicht. Es macht irgendwie, wenn man keine Panik mehr hat, weil man weiß, was kommt, macht's macht sogar Spaß. So. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Da ich nicht weiß, wohin das führt... Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Gehe ich trotzdem nicht in die Werkstatt. Was? Ich glaube, ich habe Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Okay, du hast recht, ich komme. Ich bleib erstmal meinem normalen Weg treu. Das wäre zum Beispiel eine Entscheidung, wo ich danach machen würde, damit sie vielleicht schneller sterben oder sowas. Ey, guck mal, wie schnell spielen wir das eigentlich durch? Was ich halt vorher für Zeit gebraucht habe, nur um alles zu untersuchen und erkunden zu wollen.
Und seht mal, die Puppe hängt hier nicht. Das hatte jetzt schon zur Folge, dass diese Puppe da nicht hängt. Wie krass ist das denn? Braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei denen im Kopf vorgeht, Ash. Krass. Die Puppe ist hier nicht. Das ist schon sehr interessant. Ich dachte, die Puppe hängt da trotzdem. Sam? Okay, so, und jetzt mache ich nämlich auch das, was ich vorher eigentlich mal machen wollte. Und zwar ist doch hier eine Tür. Gut. Dann haben wir aber das wenigstens schon mal erfahren, nicht? So, was ist jetzt hier drinne? Oh, Chris. Oh nein. Hallo? Sam? Das ist die Puppe. Sam! Scheiße. Ich raff das nicht. Eine Puppe? Ja, nein, das ist ich auch. Wieso ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht die... Schmetterlingsaktualisierung. Oh yeah. Jetzt haben wir was Neues. Chris und Ashley fanden eine Puppe mit Sams Kleidern. Macht eine Puppe an wie Sam. Chris, ich weiß nicht und ich drehe hier gleich durch. Wo zum Teufel ist Sam? Es ist verrückt, es ist verrückt. Oh, Chris. Ich werde jetzt mal nicht auf ihn einstechen. Ich werde es jetzt einfach mal nicht machen. Ashley hat die Schere genommen. Ashley hatte die Chance, sich zu verteidigen. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Ketchum! Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein! Oh. Du perverses Chris. Stück Scheiße! Monster! Oh, zieh dich um, wir werden sterben, Chris! Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair! Oh. Was? Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf, sag's. Wir reden immer drumherum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Jetzt überleg mal, wenn sich da was gelöst hätte. Och, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, Scheiße. Angst, hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris. Du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Ach, warum eigentlich doch nicht? Nicht albern, Chris. Leute, halt! Das darfst du nicht, Chris. Bitte nimm mich! Du hast mich schon mal gerettet! Fuck. Lass mich dieses Mal entscheiden, lass mich dieses Mal dich retten! Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun! Chris, bitte! Oh, oh Gott! Nein.
Okay. Diesmal bist du zu. Okay. Der Psychopath. Eingegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst der blutet ja doch. Dieser Folterporno zu weit gegangen ist. Also, was gibt dir das Recht hier, Gott, mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Ich habe jetzt aber nicht Chris getötet, oder? Du bist krank! Ein krankes Schwein! Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Was bisher geschah, weil wir wieder nicht aufgepasst haben. Wow, das ist schräg. Hey, Leute, kommt schon. Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Oh nein, kommt jetzt schon die Szene, wo ich mit Emily und... Oh nee. Emily! Shit. 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 Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Hallo Sam, fliehen oder verstecken? Chris und Ashley fanden eine Puppe in Sams Kleidern. Sam erkundete die Werkstatt des Psychos. Ja, cool. Da hat sich das Baden echt voll gelohnt. Immerhin sieht das Handtuch schön flauschig und warm aus. So, jetzt muss ich ein bisschen konzentrierter wieder spielen. Todesmaschinenpläne. Die Pläne zeigen, wie eine Attrappe benutzt werden kann, um den Eindruck zu erwecken, jemand wäre in zwei Hälften geteilt worden. Aber die Person, die die Maschine benutzt, befindet sich tatsächlich in Sicherheit. Das sieht aus wie die Maschine, die Josh umgebracht hat. Dun, dun, dun. Stimmt ja, sie hat ja das Video gesehen, also kann sie ja auch die Rückschlüsse ziehen. Nochmal den nächsten Hinweis, oder? Was? Joshua Washington, abschließende psychiatrische Beurteilung. Elfte 6. 2006. Schon so weit zurück liegt das. Überwiesen am 2.4.2007 nach einem Vorfall in der Schule. Okay. 26.4.2007. Überwiesen am 19.10.2009 nach einem Vorfall in der Schule. Ärztliche Vorgeschichte ist das. 23.10.2009. Überwiesen am 9.12.2009 nach Uneinigkeit über Behandlung. 3.1.2010. Überwiesen am 29.11.2013 nach starker Abnahme des Ansprechens auf Medikamente beim Patienten. 19.12.2013 Gegenwart. Über Psychiatrie. Zum Schluss in der Psychiatrie überwiesen. Überwiesen am 14.03.2014 wegen potenzieller Selbstmordgefahr. Bisherige verschriebene Antidepressiva. Fluoxetin. Patient teilte
mit, dass Nebenwirkungen, Kopfschmerzen, Übelkeit zu akut werden und bat darum, das Medikament zu wechseln. Duloxetin bis 2013. Patient behauptet, das Medikament zeige keinerlei Wirkung mehr. Seine Stimmung habe sich massiv verschlechtert. Aktuell, Patient hat Selbstmedikation begonnen und stärkere Dosen eingenommen. Penicillin. Dosis 30 Milligramm, zweimal täglich erhöht auf dreimal täglich nach 2 Wochen. Sollten beim Patienten eins oder mehrere der folgenden Symptome auftreten, ist umgehend ein Arzt zu konsultieren. Hypotonie, verschwommene Sicht, Schwindel, Schlaflosigkeit, Erbrechen, Durchfall, Muskelzittern, Leberschäden, Hepatitis. Bei Entzug, Übelkeit, Schlaflosigkeit, Albträume, Unruhe, Halluzination, Paranoia, Aggressivität, undeutliches Sprechen, Ataxie, Katatonie und Schocks. Okay, krass. Behandlungsübersicht. Patient traf delirierend verwirrt ein. Starke Symptome einer schweren depressiven Störung mit Bezug zu Tod, Verschwinden seiner Schwestern. Patient wurde unter Beobachtung gestellt. Elektrokonvulsionstherapie aufgrund der sinkenden Medikamentwirkung beim Patienten erwogen, jedoch abgelehnt. Kognitive Verhaltenstherapie, interpersonelle Psychotherapie, Psychoanalyse und so weiter brachten keine Verbesserung. Neue Einstellungen auf Medikamente wurde erforderlich. Patient auf nicht selektive MAO-Hämmer umgestellt. Begründung SSRI und SNRI haben sich jetzt ineffizient erwiesen. Anfangsdosis 60 Milligramm Penicillin. Eine überdurchschnittliche hohe Dosierung war zur Reduzierung der Symptome erforderlich. Nach 2 Wochen verbesserten sich Symptome und Stimmung des Patienten auffallend. Entlassen am 16. Mai nach zufriedenstellender Abschlusskonsultation. Dr. Alan Hill. Datum 16.05. Das ist Überrechnungsnummer. Lieferadresse Washington Pictures, tralala, Menge, Behandlung, Preis, 30 Nächte Aufenthalt unter Beobachtung, wow, krass, 11.850 Euro, Erstgespräch 57 Euro, Prüfungskonsultation nochmal 8.000 Euro, ausstehender Betrag 26.250 Euro und 26.250 Dollar und 24 Cent. Okay. Ja, gut. Eine psychiatrische Akte über Josh. Er nimmt schon lange Medikamente. Sein aktueller Therapeut ist Dr. Hill. Ach, das ist die Werkstatt, in die Ashley hineingeschaut hat. Ist das sein Handy? Nachrichten, Dr. Hill. Hi, Josh. Dienstag, 13. Januar. Hi, Josh, ich bin's, Alan. Dir macht das hoffentlich nichts aus, dass ich dir schreibe, aber es ist wichtig. Ich habe deine E-Mail erhalten. Ich glaube nicht, dass dein Plan dir helfen wird. Du musst mit dem aufhören, was du tust und zu mir kommen. Oh, Dr. Hill, bitte geh ans Telefon. Ich mache mir Sorgen. Josh, lassen Sie mich in Ruhe. Nimmst du noch deine Medikamente? Josh, mir geht's gut. Achso, ich kann... Josh, mir geht's gut. Es ist sehr gefährlich, die Medikamente mitten in der Therapie abzusetzen, Josh. Es ist sehr gefährlich, die Medikamente... Ruf meine Praxis an und mach einen Termin, bitte. Josh? Josh, antworte bitte. Darauf sind viele Nachrichten von Joshs Psychiater, der ihn davor warnt, einen nicht näher beschriebenen Plan auszuführen. Holy shit, sage ich da mal. Holy shit. Sein Handy liegt er da einfach so hin. Ist ja krass. Also ich meine nicht, dass da einfach sein Handy da irgendwo hinliegt, sondern diese Werkstatt hier. Ist das sein kleiner Zufluchtsort oder sowas? Keine Ahnung. Erinnerungstafel. Ein Tafel voller Bilder und Andenken an Hannah und Beth. Wer das gemacht hat, scheint von den Zwillingen besessen zu sein. Okay. Gruselig. Ey, warte, ich will mir das noch weiter ansehen. Never forget. Was ist die 2 Vermissten-Poster? Auszeichnung, die sie scheinbar mal gemacht haben? Da ist Sam nicht mal auf dem Bild mit drauf hier.
Okay. Jetzt wäre ich nur langsam unsicher, weil mir noch... Wie viele Hinweise fehlen mir noch? Zwei Hinweise fehlen mir noch. Ey, die werde ich ja bitte noch finden, oder? Es wäre echt hart, wenn ich diese Hinweise nicht finde. Warte mal, ist das die Akte oder ist das die Schublade? Nee, ist wieder die Akte. Okay, nee, passt. Aber wieso ist die Akte auch zum Beispiel dort? Wieso ist die nicht... Wieso ist die nicht bei seinen Eltern? Wieso ist die... Ich, gut, wenn er sie hier verstecken wollte, klar, es wäre auch eine Überlegung. Aber ich weiß ja nicht. Kein Hinweis? Ah, da liegt doch was, alles klar. Hallo. Und danke, dass ihr alle hier seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Krasse Scheiße. Hallo. Hallo, Kinder. Nein, das passt nicht. Willkommen, Pilger. Du Scheiße. Jetzt muss ich eben nur einen Schluck trinken. Wieso fehlt da noch was? Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Klingt wie der Psychopath, der seine Rede probt, aber plötzlich fällt der Stimmverzerrer aus und man hört eine andere Stimme. Hallo, ihr Pilger. War das nicht die Aufnahme, wo er gestartet hatte, als er denen die Nachricht geschickt hat? Also wo Sam ganz, ganz am Anfang sich angehört hat? Krass, also wie man hier mehr oder weniger... nicht nur drauf gedrückt, sondern zurück kommt sie nicht. Kommt sie ins alte Hotel? Nee. Wie dreckig das Handtuch mittlerweile ist. Ich vermute mal, der letzte Hinweis ist die Puppe, die sie selber eben sieht. Kann das sein? Kann das sein? Nee, die Kamera hatte ich ja schon. Was mit der Puppe? Ist die Puppe ein Hinweis? Bitte lass die Puppe ein Hinweis sein. Scheiße. Ja! Alle Hinweise entdeckt. Tschakalaka. Eine als Sam verkleidete Puppe. Offenbar musste der Psychopath improvisieren, nachdem Sam entwischt war. Geil. Finde ich cool. Ah. Mike, was machst du da unten? Da ist ein... Oh, Mike, Gott sei Dank bist du hier. Okay, geht's dir gut? Wo ist Jessica? Ist sie nicht bei dir? Jessica ist tot. Was? Er mordet Sam. Hier oben läuft ein Irrer herum, der uns umbringen will. Uns alle. Und ich schwöre bei Gott, wenn alle wieder in Sicherheit sind, werde ich diesen Wichser jagen und ihm die Eier abreißen. Und zwar jedes einzeln. Von dem du sprichst. Er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet.
Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Und Mike, ich glaube, irgendwie ist Josh in das alles verwickelt. Wie? Ich bin nicht ganz sicher. Da war eine Nachricht von seinem Arzt und er erwähnte einen Plan, der eine schlechte Idee sei, und jetzt ist er tot. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Cool, jetzt sind wir wieder eigentlich fast an derselben Stelle. Weniger tapfer. Oh, mehr Jazz und mehr Mike. Yeah. Cool. Cool, jetzt fehlt mir nur noch das eine. Und die zwei Totems. Warte mal, wo war das denn jetzt nochmal? Das Todestotem war da und das war da. Okay, bin schon wieder voll im Bilde. So, aber ich würde sagen, jetzt gehe ich nochmal wieder ins Menü. Wir machen hier erstmal wieder von dem Longplay einen Aufnahmestopp. Ich hoffe, dass wir vielleicht sogar im nächsten Part das schon alles durchschaffen. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Und wenn euch der Part schon gefallen hat und tschakka, wir haben alle Hinweise zum Unbekannten gefunden. Sam weiß jetzt die Wahrheit oder ahnt sie. Ne, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.